Okay. Dann auf zu Wulgrim. Hier kann ich ja noch reiten. Ladevorgang? Das ist ja mal der geilste Ladevorgang, den ich bis jetzt hatte. Das ist kein Ort für ein Pferd. Das ist kein Ort für ein Pferd. Das ist ein Ort für ein Hamster. Zum Beispiel. Ich habe neue. Eine okay. Dann, wir kennen die Fähigkeiten ja schon, also machen wir es schnell. Brauche ich mich hier nicht so groß abmühen. Und wie gesagt, ich benutze Stärken irgendwie kaum. So, noch 9 Punkte übrig. Kälte, Explosion, Reaper. Chance, kritische Treffer zu erlangen, ja. Das war Feuer. Zorngeneration, Explosion. So, schick. Jetzt muss ich nur noch die beiden auf meine Tasten legen und dann bin ich wieder froh. Was zur Hölle? Ah, hier. So. 7. 9, mehr brauche ich ja nicht. Nur die beiden. So, Teleportschlag. Kommt hier drauf und was brauchen wir noch? Interessant ist, dass so ziemlich alles einen Shortcut hat. Ernte? Ist das Ernte? Ja, ich glaube schon. Ernte, okay. Das und Teleport, ja. Okay, ich bin zufrieden, ich bin wieder zufrieden. Sehr schön, dann reisen wir. Ich könnte natürlich jetzt noch die Feuerprobe machen, aber nein, schreien wahrscheinlich alle auf, inklusive mir. Wir wollen doch wieder Story. Ja, das Spiel hat auch Story. Nicht nur ganz viel nebenbei. Aber wirklich sehr viel Nebenquests und was man so machen kann. Wenn ich da an die Feuerprobe denke, den Seelenlenker denke und so weiter und so fort. Das ist schon ganz schön. Gut. Können wir von hier aus auch weiter? Ja. Gut, dann brauche ich nicht nochmal extra ins Reich der Toten. Auf ins dritte Gebiet! Moment, vorher machen wir noch schnell unsere Ausrüstung richtig. Hier hatte ich doch das andere. Genau, kritischer Schaden und Kraft. Irgendwo war noch kritischer Zauberschaden. So. Gut. So sieht's doch gut aus, oder? Das nenne ich mal eine ordentliche Ausrüstung. Bis auf die Hose, aber was soll's. Portal nach Ödlicht. Auf geht's nach Ödlicht. Freut euch auch so wie ich. Was kann ich von Ödlicht erwarten? Und wir sind in Ödlicht. Herbst in den Schmiedelanden? Ich kenne diesen Ort nicht. Wohin hast du mich gebracht? Dieser Ort heißt Ödlicht. Er ist ein Außenposten, weit hinter den Himmelspforten. Und hier halten die Engel den Schlüssel zum Quell der Seelen verborgen. Warum hier? Warum nicht in der Weißen Stadt? Unter den Engeln gibt es einige, die den Schlüssel zu eigenen Zwecken missbrauchen würden. Daher wurde er hier versteckt, um ihn vor deren Plänen zu schützen. So hofften sie zumindest. Der Quell hat Macht über alles Leben? Hat er. Obgleich ich vermute, dass mehr hinter deiner Frage steckt. Los, Reiter. Frag schon. Die vier haben nie von dem Quell gewusst. Warum wurde uns das vorenthalten? Aus Angst vor dem, was sie mit dem Wissen hätten tun können. Die Nephilim durften nicht weiter die Schöpfung verheeren. Sie mussten tot bleiben.
Dann kann der Quell sie also zurückbringen. Und so kommen wir zur Wurzel von allem. Ja, der Quell ist der Ursprung allen Lebens. Engel, Dämonen, Menschen, sogar Nephilim. Doch mit ihren Klingen brachten sie das Chaos. Und daraus wurde das Verderben geboren. Es war richtig von dir, sie zu vernichten. Okay. War es auch richtig, dich zu vernichten? Ich weiß nicht. Also wir haben mal wieder einen riesigen Baum. Diesmal zur Herbstzeit wohl. Und es ist alles nicht ganz so öde wie in im Reich der Toten. Allerdings sieht doch sehr nach Herbstschmiedelanden aus. Zumindest etwas. Mal schauen, was wir mit welchen Kreaturen wir es hier zu tun haben. Bis jetzt noch recht unbevölkert. Wir können ja mal auf die Karte gucken. Das ist doch, glaube ich, eine ganz gute Idee. Oh, wir haben wieder die Feuerprobe. Ödlicht. Oh, und ein doch recht kleines Gebiet. Der Kristallturm. Die Elfenbeinzitadelle. Ja, die Feuerprobe. Ansonsten nichts. Gar nichts. Ich meine, das hier sieht noch aus wie eine Aussichtsplattform. Okay. Eventuell ein etwas kleineres Gebiet, also wirklich sehr viel kleiner als die letzten beiden. Hm. Scheint auch nicht viel los zu sein hier. Obwohl da oben. Ha, ich habe ihn gesehen. Ich glaube, es war ein Engel. Ich bin mir nicht sicher. Das könnte man natürlich mal untersuchen. So, wenn das so weitergeht, knacke ich bei die 500.000. Und ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Hä? Gab es eine Abzweigung? Ja, eine ganz kleine. Schauen wir mal rein. Ach, Vulgrim. Na gut, haben wir dich auch mal gefunden. Ich muss alleine gehen. Der ist ja auch immer mit dabei. Kommt zu jeder Party. Und will einem Drinks aufschwatzen. Ja, man sieht es öfter mal blau leuchten. Das könnte dann die Kreatur sein, was auch immer. Wie gesagt, ein Tipp auf Engel. Wo das hier nicht so wirklich engelmäßig aussieht. Hier. Sieht auch nicht schlimm aus. Und das ist wieder mal... Könnte das dieses Grab sein? Das Grab der Schmiedelanden, könnte das sein? Dass ich genau diese Tür finden muss? Hm, ich glaube, die habe ich schon mal gefunden. Ach du Heilige, unheilvoller Hammer des Feuers. Feuerskritischer Schaden. Sieht ganz gut aus. Ach, schade. Dann würde ich ja meine Kälte verlieren, meine Kältefähigkeit. Ah, 1012 Schaden, das ist natürlich richtig heftig. Oh, und Gesundheit bei kritischem Treffer. Jupp. Der Hammer ist zu gut, um ihn nicht zu benutzen. Ja, ich denke, so wird's sein. Das habe ich. Diese Teile habe ich ja schon. Noch mehr Seiten. Und Vulgrim, noch mehr Schlüssel. Jupp. Also, wenn ich die Seiten bis zum dritten Kapitel habe, werde ich wohl hier die Tür öffnen können. Wenn ich die bis zum zweiten Kapitel habe, werde ich die Tür in im Untotenreich öffnen können und ich habe keine verdammte Ahnung mehr, wo das Ding in den Schmiedelanden ist, aber das finden wir schon mal raus. Das finden wir raus. Garantiert. Tja, ich gehe mal davon aus, wenn wir da beim Turm ankommen, werden wir erwartet. Es wird wohl ein Speer sein, der hier mehr oder weniger verschwindet und wieder auftaucht. Hier rechts und links ist nichts. War hier nicht noch so eine Plattform, bevor ich darüber gehe? Ich will an nichts vorbeilaufen. Ja, hier. Ach, das war das. Okay. Da kommt man dann hin, wenn man das dritte Kapitel für Vulgrim besorgt hat. Verderbte Engel.
Sag ich's doch. Säubert die Wunde. Verderbte Engel, die hoffen, mich mit so billigen Tricks zu besiegen. Na? Irgendwie habe ich kaum Zorngeneration Regeneration gegen die. Kann man auf Dämonen wütender sein? Es scheint irgendwo ein Nest zu sein. Abadons Auge. Du bist es. Zu mir, schnell. Bist du freundlich oder feindlich? Anscheinend extrem freundlich. Das ist doch immer schön, Verbündete zu haben. Oh, er wurde gerade wie frisch geboren und wird jetzt schon von mir abgeschlachtet. Wie sollte ich? Macht er da drüben auch was, oder ist das nur zur Deko? Ich brauche mal meinen Todesgriff wieder, die nerven mich ein bisschen mit ihrem Rumgeeiere. Also, Fliege. Ach. Jetzt hör auf mit dem Kack. Wie viele sind denn das? So, dann hätten wir hier unsere schon mal erledigt. Ziehen wir mal immer mal einen raus. So. Willkommen in Ödlicht, Reiter. Von Krieger zu Krieger. Kenne ich dich? Ich bin Nathaniel. Ich kämpfte bei den Toren von Eden an deiner Seite. Ohne deine Klingen wäre ich gestorben. Aber es grämt mich nicht, dass du dich nicht an mich erinnerst. Deine Gedanken waren an diesem Tag bei der Tötung der Nephilim. Du gehörst zur Höllenwache. Früher einmal. Doch jetzt bewache ich das Licht. Und den Archon. Beide findest du im Kristallturm. Doch etwas sagt mir, dass du nicht hier bist, um die Ausstrahlung meines Meisters zu rühmen. Was hat mich verraten? Hey, ich kann mit dem handeln. Cool. Ich suche nach einem Schlüssel. Ich nehme an, dass es kein einfacher Schlüssel ist, den du suchst. Daher solltest du den Archon konsultieren. Von der Spitze seines Turms sieht er viel. Wie kommt es, dass du die Höllenwache verlassen hast? Abaddon schickte mich hierher, um den Kristallturm zu bewachen. Und den Archon. Es steht viel auf dem Spiel, sollte der Turm fallen. Was ist das für ein Ort? Ein Außenposten. Wir nennen ihn Ödlicht. Denn wir haben einiges in der Weißen Stadt zurückgelassen. Hier sind wir näher an der Finsternis. Und wer ist dieser Archon? Lucien ist das Oberhaupt des Skriptoriums. Jene Engel, die alles niederschreiben, was er sieht, wenn er in den Schatten blickt. In der Elfenbein-Zitadelle werden ihre Aufzeichnungen aufbewahrt. Ein Archiv jenseits aller Vorstellungskraft. Wo ist diese Zitadelle? Verloren hinter dem Nebel. Bete, dass deine Angelegenheiten dich niemals dorthin führen. Okay, dann handeln wir erstmal. Ich habe entschieden. Es gibt noch mehr, was ich dir verkaufen kann. Viele Sensen. Kritischer Schaden. Gesundheitsregeneration. Yay. Exekutionschance. Hui. 26% plus. Nett. Tja, wie viel hatte meine Sense? Irgendwas mit 62 Maximalschaden, glaube ich. Ich meine, am Geld hapert's nicht.
Ich gucke mir das Ganze mal an. Der kritische Schaden ist ja auch nicht zu verachten. So, was bräuchten wir denn noch so? Du hast ja so einiges. Verwüsterharnisch. Wow. Nett. Ich glaube, ich kleide mich neu ein. Verwüsterschoner. Krafterfahrung. Kritischer Schaden. Her damit. Verwüsterschoner? Teilen kritischer Schadenkraft. Bam. Noch einen schönen Talisman. Streuner. Magie, Gesundheit, Zorn bei Exekutieren. Gefundenes Geld. Nee. Und hier Verteidigung, Magie, Zorn bei Exekutieren. Reaper-Energie bei Exekution. Ich meine, die Sensen, die neuen, die haben ja 4 Exekutionschance. Das ist schon ganz gut. Wenn das jetzt noch Kraft wäre, anstatt Magie, dann könnte man darüber reden. Ich denke, die Sensenschaden 11% ist besser. Okay. Du hast ziemlich coole Sachen verkauft. Schauen wir mal. Neue Sense. Welche trage ich gerade? 44 bis 62. Gucken wir mal. Hauptwaffe 365. Die Exekutionschance ist cool. Und Gesundheitsregeneration auch. Doch, doch, das benutze ich. So. Kritischer Schaden, Kraft, gefundenes Geld. Nee, das sind Magus-Schulter, die hatte ich irgendwann mal gefunden. Ach, hier wieder alles durchgehen, damit die Sterne weg sind. Hier ist auch Exekutionschance. Gesundheit bei kritischem Treffer, sind die besser? Der kritische Schaden geht runter. Ach, keine Ahnung, nein. Ich sag nein. So, der Verwüsterharnisch. Auf jeden Fall besser. Sieht auch besser aus. Die Verwüsterschoner. Viel besser. Und die Schuhe. Gesundheit und Zornkosten. Dafür kritischer Schaden und Kraft. Gerne. Nette Verbesserung. Nett, nett. So, ich verkaufe dir noch ein bisschen Schrott. In der Luft, logisch. Ist nämlich viel cooler. So, die hier kann ich mal wegmachen. Das Geld gehört dir. Ja, und die Sensen auch. Komme ich nicht in Versuchung. Tja. Was könnten wir hier noch wegmachen? Ach, der Faustschild war doch so cool, den behalte ich. So, hier kann alles weg. Gut, dass man in dem Spiel nicht reparieren muss. Das Geld gehört dir. Wow, habe ich viel seltene Gewänder. Kampf erprobt. Das Geld gehört. So. Okay, den Talisman behalte ich mal noch. Der kommt weg. Keine Ahnung, wofür ich den brauche, aber dann, den brauche ich garantiert noch für irgendwas. Okay, dann kann ich noch 2 Heiltränke kaufen und dann ist... Möge das Licht dein... Sehr schön. Schauen wir hier mal noch, ob irgendwas noch... geschickt wurde. Nö. Gut, dann. Nur gerade genug davon, dass du dir Sorgen machen musst. Schauen wir mal, ob wir hier gleich mit jemandem reden müssen oder ob wir wieder irgendwie 3